Alle Zuschauer, Sie kommen im Doppelpack. Zwei Ausnahmekönner auf der Comedy-Bühne. Freuen Sie sich auf Henny Nachtsheim, auf Rick Gerenien und eine mysteriöse Geschichte. Guten Abend, Dankeschön. Gute, vielen, vielen Dank. Vor einigen Jahren hat man bei Baggerarbeiten im Odenwald, in der Nähe von Großumstadt, das ist Hinnersemd, hat man, das müsst ihr nicht kennen hier in Bingen, aber das ist, ja, doch, kennt ihr, ja, sind welche aus dem Odenwald da? Nee, am Arsch, ja, genau. Nein, hat man tatsächlich eben bei diesen Baggerarbeiten, ist man auf eine Höhle gestoßen, eine unterirdische Höhle. Sofort kamen Archäologen aus der ganzen Welt und haben diese Höhle sorgsam freigelegt. Und man hat sensationelle Dinge in dieser Höhle gefunden, unter anderem, und darum geht's heute Abend, eine Kiste mit Pergamentpapierrollen, auf denen komplette Bücher der Weltliteratur in ihrer Ursprungsform geschrieben waren, die uns belegt haben, dass viele Bücher, die wir heute zu kennen glauben, ganz anders gedacht waren. Andere Handlungen, andere Protagonisten, anderer Kontext. Ja, da gibt's nichts zu lachen, das ist so, ja, ja. Zum Beispiel Herr der Ringe, da sagen wir heute immer, ja, das spielt doch in Mittelerde. Nein, am Arsch. Herr der Ringe hat ursprünglich im Baumarkt gespielt. Ja, ja, das ist so. Die viel gelobten, glorifizierten Hobbits, das waren im Prinzip einfach nur vier kleinwüchsige Mitarbeiter der dortigen Gartenabteilung. Ja. Und diese ganzen Funde hat man mir anvertraut und ich durfte ein Buch daraus formen. Das heißt Dolbohrer, das habe ich vor ein paar Jahren veröffentlicht. Und wir werden euch heute Abend aus diesem Buch ein paar Kapitel vorlesen. Ja, jetzt gucken schon die ersten völlig begeistert. Habt ihr gewusst, dass ihr quasi jetzt also erstmal dann Zuhörer einer Lesung sein werdet? Habt ihr das gewusst vorher? Nein. Wenn ich das gewusst hätte, ganz ehrlich, Sabine, wäre ich gar nicht hergegangen. Ja, ja, ich hasse Lesung. Ja, und jetzt, Wolfgang? Was weiß ich, wir sind doch in der Nähe von Mainz, vielleicht spielen ja die 05er heute Abend. Ja, ja. Ja, aber ist doch Sommerpause. Ja, was weiß ich, dann fahren wir nach Frankfurt, vielleicht spielen ja die Eishockey da, die Löwen, vielleicht spielen, ist doch Sommerpause. Sabine, und wenn wir einfach mal heimgehen, beide uns aufs Bett legen, bis ich so, du weißt schon. Sommerpause, ja, 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 ja. Aber auch wenn ihr das nicht wusstet, dass ihr Zuschauer einer Lesung sein werdet, ich wusste auch nicht oder wusste nicht, dass ich mal Bestandteil einer Lesung sein werde. Weil ich habe zum Lesen mein Leben lang ein echt ambivalentes Verhältnis. Ich habe mit Lesen und Vorlesen immer Scheißerfahrungen gemacht, muss man echt sagen. Wenn ich in der Schule früher was vorgelesen habe, ein Gedicht, ja, dann hat das immer eine ganz andere Wirkung gehabt, als ich mir das gedacht habe. Nehmen wir mal den Erlkönig. Ich habe den vorgelesen. Das ist ein todtrauriges Gedicht. Da stirbt am Ende der Junge in den Armen des Vaters. Wenn ich das vorgelesen habe vor der Klasse, da war danach im Klassenraum eine Stimmung wie beim Tom und Jerry Film. Ja, ja. Und ich habe hunderte von Schlüsselerlebnissen gehabt, die mir gezeigt haben, ich kann eigentlich nicht lesen. Ich bin mit Vorlesen überfordert. Ich erzähle euch mal zwei, damit ihr den Schmerz mal so ein bisschen begreift. Schlüsselerlebnis Nummer eins war vor vielen Jahren, da habe ich Freunde besucht, ein befreundetes Ehepaar, die waren schon ein bisschen älter als ich und die hatten auch schon Kinder, ich war noch kinderlos und ich hatte so einen Tag mit Familienanschluss, so mit Fußballspielen im Garten und Kaffee und Kuchen grillen und so und irgendwann mussten die beiden Kinder ins Bett, das Mädchen war 5, der Junge 7 und da mussten die ins Bett und kamen um 19 Uhr, kamen die dann aber nochmal auf die Terrasse in ihren Schlafanzügen und dann hat das Mädchen gesagt, ja, wir kriegen doch um die Uhrzeit immer noch was vorgelesen, das kann doch heute mal der Onkel Henny machen und die Eltern, nee, musste nicht, sag ich, nee, klar, dann kann ich schon mal üben, wenn ich selber Kinder habe, bin ich mit denen hoch in ihr Kinderschlafzimmer, habe mir so einen kleinen Kinderstuhl rangezogen, Stuhl Mammut von Ikea und in Gelb war der und gibt es aber auch in Blau und Orange und da habe ich mich so hingesetzt und gesagt, okay, ich lese was vor, was habt ihr denn Schönes? Und er hat gesagt, ja, hier, Puh, der Bär. Da habe ich gesagt, ach super, das lese ich auch gerade, ja. Und dann habe ich angefangen vorzulesen und so nach 10 Minuten schiele ich mal so über den Bücherrand oder den Buchrand, um zu gucken, ob die eingeschlafen sind. Da sehe ich, dass beide zitternd in ihre Bettdecken beißen und denen die Tränen laufen. Und ich habe gedacht, was habe ich denn da vorgelesen? Puh, der Bär hat ein bisschen Honig aus dem Bienenstock geklaut, das ist ja kein Stephen King. Ich habe gesagt, lass dich nicht rausbringen, lies weiter, ja, lest nochmal 5 Minuten, guck wieder. Da sehe ich, dass die immer noch zitternd in ihre Bettdecken beißen. Und auf einmal sehe ich und begreife ich, aber die zittern gar nicht vor Angst, die zittern vor Lachen. Das waren Lachtränen. Ich sag, was ist denn so lustig an der Geschichte? Sagt das Mädchen, na du, ja. Und der Junge sagt, die Mama liest schon scheiße, aber du bist echt die Krönung, ja, 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 genau, ja. Und dann, ja, ihr lacht jetzt. Für mich war das eine Beleidigung, ja. Für mich war das eine Kränkung. Ich habe gesagt, soll ich noch weiterlesen? Ja, bitte, 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 ja. Habe ich dann noch weitergelesen, habe aber das Ende ein bisschen abgeändert. Habe dann vorgelesen, dass eine Biene Puh den Bär in die Zunge gestochen hat und dass er ganz elendig erstickt ist, ja, 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 ja. Ja, aber da haben die auch nicht mehr gelacht. Ja, genau.
Gut, Kontakt zur Familie habe ich seitdem nicht mehr so. Aber, ja, aber das war, wie gesagt, Schlüsselerlebnis Nummer eins. Nummer zwei war ein paar Tage später, da war ich auf dem Passamt und wollte mir einen neuen Personalausweis beantragen, komme in das Amt rein. Und da sitzt so ein älterer Mann hinterm Schalter, der blinzelt mich so an und sagt, junger Mann, ich muss Ihnen gleich was erklären. Ich bin sehr stark weitsichtig, aber ich habe meine Brille heute vergessen. Das heißt, ich kann nichts aus der Nähe sehen. Sie müssten mir also, was wollen Sie, einen neuen Perso? Da müssten Sie mir die Daten von Ihrem alten Perso einfach mal vorlesen. Dann kann ich ja blind. Ich sage, ist kein Problem, ich lese Ihnen gern alles vor. Ich war noch nicht bei der Postleitzahl. Da lag der Typ wimmernd auf dem Tisch, ja, immer so mit der Stirn auf die Tischplatte gekloppt und hat sich kaputt gelacht. 5 Minuten später war das ganze Passamt voller Rathauskollegen von ihm, die sich alle Tränen überströmt in den Arm gelegen haben. Immer, nochmal vorlesen, Herr Nachtsheim, bitte noch einmal vorlesen, bitte noch einmal. Da irgendwann hat gesagt, Leute, ich habe jetzt meinen Perso 20, 25 Mal vorgelesen. Ich will nicht mehr. Da haben sie mir ihre angereicht, damit ich Zugabe gebe. Ja. 2 Tage später ruft der Drecksack vom Passamt bei mir zu Hause an und sagt, Herr Nachtsheim, wissen Sie schon, wann Sie Ihren neuen Perso abholen wollen? Ich sage, warum? Welchen Vorverkauf? Ja, ja, ja. Aber dann rief irgendwann da zu der Veröffentlichung oder kurz vor der Veröffentlichung von Dolberer mein Lektor an, der Lektor vom Verlag, der Matthias, und der sagt, ja, Henny, pass auf, die Vorbestellungen laufen gut, es läuft alles super. Und weißt du, was sich auch häufen? Die Anfragen nach Lesungen. Ich sage, Matthias, Lesungen. Bäh. Allein wenn ich das Wort schon höre, kriege ich sofort die Kretsche. Wenn einem heute nichts mehr einfällt, dann wird gelesen. Verstehst du, jeder Arsch liest heute irgendwie, gibt mehr Lesung als Kabarett- und Comedy-Veranstaltung. Ich hasse Lesen, ich kriege schon Pickel, hör bitte auf. Sagt, ja, das ist ja gut, ich wollte dich auch nicht nötigen. Es ist nur so, dass manchmal Lesereisen den Verkauf eines Buchs enorm anschieben. Es gibt nicht wenige Schriftsteller, die sind aufgrund von Lesereisen urplötzlich Millionär geworden. Ich sag, wann soll das denn sein? Ja, ja. Ich kürze es jetzt ab und da habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt auf Lesereise. Ich habe eine ganze Menge Kapitel, die ich lesen kann, aber ich will das nicht alleine machen. Und deswegen habe ich mir Verstärkung geholt, mitgebracht. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre zusammen. Aus dieser kollegialen Zusammenarbeit ist mittlerweile eine dicke, fette, gute Freundschaft geworden. Ich freue mich sehr, Ihnen heute hier zu begrüßen zu dürfen. Begrüßen Sie mit mir ganz herzlich, oder begrüßt ihr ganz herzlich mit mir den wunderbaren Rick Cavanian. So. Danke für den Abend. Vielen Dank. Danke vielmals. So. Und wir werden euch jetzt, wie gesagt, aus diesem Buch vorlesen. Es ist Crossover. Wir fangen an mit einer Geschichte aus einem Buch, von dem viele gar nicht wissen, dass es das gibt, weil sie nur den Film kennen, nämlich Psycho. Habt ihr gewusst, dass es auch ein Buch gibt? Na, kenn nur den Film. Ja, genau, genau. Es gibt auch ein Buch von Robert Bloch, heißt der. Und wir lesen ein Kapitel davor, das auch ein bisschen die Perspektive zeigt, also die man eben da auch haben kann. Psycho. Die beiden Männer atmeten schwer. Die klobigen Koffer in ihren schwieligen Händen plus ihr jeweils eigenes Übergewicht ergaben eine beachtliche Summe, die man da mit sich rumzuschleppen hatte. So, okay, mal noch das Bad hier und dann sind wir durch. Mach mal die Tür auf. Er drückte die Klinke nach unten, schob die Türe auf und schon standen beide Männer mitten in einem weiß gekachelten Raum. Sagst du bitte, Richard, habe ich akustische Halluzinationen oder läuft da vielleicht eventuell Wasser? Nee, ich höre es auch. Ich habe dir doch gesagt, der ganze Kasten hier ist mosch wie die Sau. Wahrscheinlich haben die noch Dichtung von vorm Ersten Weltkrieg. Ah, dieses ganze alte, verschissene Dreckshaus nervt mich wie Sau. Überall alles in Arsch. Leitungen in Arsch, Tamam, Wasserhähne in Arsch, Dreckhörte am Arsch, Armatur voll Arsch, Präposition im Arsch, Arsch stickt dir Arsch. Es waren ein bisschen viele Ärsche. Macht nichts. Ich kann es gerade nicht. Den einen oder anderen Arsch dazu improvisiert. Entschuldigung. Alles klar. Waren ein paar Ärsche dabei, die gar nicht hier stehen. Aber egal. Arsch war doppelt. Sorry. Kann passieren. Ich mach weiter. Kemal, du wirst nicht fürs Meckern bezahlt, sondern fürs Arbeiten. Triumphierend grinste Richard seinen türkischen Kollegen an, der sich jetzt wütend den Kopf schüttelnd der Duschkabine näherte. Denn wer hier der bessere Sanitärfachmann war, stand völlig außer Frage. Schließlich war er es letztes Jahr, dessen Verdienst, dass im Altersheim nicht das komplette Wassersystem förmlich explodiert war, weil nämlich eine der Bewohnerinnen ihre sämtlichen Haarteile über ihre Toilette entsorgt hätte, wäre es in Sachen Verstopfung beinahe zum sanitären Supergau gekommen. Als man sie später fragte, warum sie die Dinger nicht einfach in den Müll geworfen hätte, antwortete sie mit der Logik einer 96-Jährigen.
Ich habe 2 Weltkriege überlebt, da kann ich ja wohl ins Klo werfen, was ich will. Kemal atmete jetzt tief durch, während er Richard einen missmutigen Blick zuwarf. Richard, du weißt genau, dass ich bin nicht schlechterer Sanitärfachmann als wie du. Ich sage nur so. Oh nee, bitte nicht schon wieder die alte Kamelle. Was alte Kamelle, Scheck, ich weiß noch genau. Ausgerechnet, der Abwassersystem unter dem Nilpferdgehege war komplett Verschütopfung. Warum? Weil faule Sau von Tierpfleger hat Kacke von 7-köpfigen Nilpferdfamilie nichts aufgesammelt, aber direkt in Wassergraben reingekehrt. Und das über Monate. Ja, und wer ist damals bitte todesmutig in Abwasserkanal geschätigen, nur mit alten Taucherbrille plus Schnorchel? Nicht du, Richard, ich. Ja, ist ja gut. Ah, nix ist gut. Und wer bitte hat so viel Mut, mit einer selbstgebastelten Bombe aus 500 Kanonenschlägen diese, wie sagst du? Betonwand. Betonwand, tamam, aus 1000 Kilo Exkrementen weg zur Sprengung. Nicht du, Richard, ich. Und wer bitte wurde dann aufgrund dieser, wie sagst du? Detonation. Detonation, danke schön. Durch die Luft geschossen worden. Wie vor ein paar Jahren diese... Rocketman. Rocketman, genau. Der in einem Raketenanzug in Schallgeschwindigkeit über Ärmelkanal geflogen hat, mit Unterschied bitte, dass Rocketman danach nicht von oben bis unten mit Nilpferdscheiße bedeckt war. Also Richard, wer hat das sich alles getraut? Ja, aber wer ist da dafür mit der... Tochter vom Chef verheiratet? Richtig. Mit der Tochter vom Chef verheiratet. Nicht du, Kemal, ich. Ein Argument, das sich auch heute wieder mal als unschlagbar erwies. Oh Mann, dieser blöde Fuscher, diese selbstherrliche, kastrierte, hartfresse Schaumschläger. Murmelte er, während er den Duschvorhang beiseite schob. Ach, du dickes Ei. Kemal und Richard staunten nicht schlecht, als sie die junge blonde Frau da liegen sahen. Sag mal, meinst du, die ist ausgerutscht? Ausgerutscht? Ich weiß es nicht, Richard. Guckst du bitte bei so viel Blutmenge. Und guckst du da, die ganze Schenite, überall Schenite. Entschuldigung, aber so viele Schenite holst du dir doch nicht an Seife Scheche. Das letzte Wort habe ich nicht verstanden. Am? Seife Scheche. Dankeschön. Ich bedanke mich. Naja. Okay. Das ist ein schwieriges Wort, du. Ich könnte es gerade noch mal hören. Nee, mach. Ja, und jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, erst einmal den Hahn zudrehung, sonst gibt ja keinen Grund mehr Wasser zum Verschwendung. Für einen Moment betrachteten beide die junge, nackte Frau. Mein Moni hat früher auch mal so viel Kur gehabt. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich glaube, dass wir allein für den Abfluss eine 18er Dichtung brauchen. Und die haben wir nicht dabei. Und außerdem ist es schon nach 5. Kurz darauf zogen 2 Sanitärfacharbeiter leise die Haustüre des Bates Motel hinter sich ins Schloss, um so unauffällig wie möglich zu ihrem kleinen Lieferwagen zurückzukehren. Bis auf diese eine Dusche hatten sie ja alles fachgerecht repariert. Und Feierabend war schließlich Feierabend. Genau. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt zu der Name der Rose. Wir lesen jetzt was aus der Name der Rose. Und da gibt es tatsächlich, das wusste ich auch nicht, es gibt ganze Bücher und auch wissenschaftliche Abhandlungen, es gibt auch Studienarbeiten, die sich nur mit der Frage beschäftigen, wie es denn eigentlich zu dem Feuer am Ende im Kloster kam. Aber warum es wirklich in diesem Kloster am Ende gebrannt hat, das erfahrt ihr jetzt von uns. Der Name der Rose. Es war einige Monate später. Die Ruine bot ein Bild des Jammers. Die verrußten Mauerreste und die verkohlten Türen und Fenster ließen vergessen, dass hier noch vor kurzem eine komplette Abtei gestanden hatte und auch der Wald ringsherum schien seit dem Betreten zu schweigen. Lediglich 2 Eulen, Jutta und ihre holländische Freundin Renatje, sorgten für ein wenig Unterbrechung dieser gespenstischen Stille.
Ei, ei, ei. Sieht echt übel aus. Das stimmt. Voll abgefackelt. Aber sowas von voll abgefackelt. Es heißt ja, einer von denen Mönchen soll es gewesen sein, gell? Schön wär's. Wieso sagst du das? Weil es nicht so war. Hast du gesehen, wie es passiert ist? Das kannst du aber laut sagen. Echt? Wenn ich es doch sage. Im Ernst? Jaha. Ohne Quatsch? Sag mal, bist du bescheuert oder was? Wir dürfen es noch fragen. Ja, ist ja gut, dann erzähl mal. Also. Hört auf. Genau genommen war es die Motte. Was denn für eine Motte? Nun, ich esse doch so wahnsinnig gerne Motten. Also nichts gegen die Snacken oder die Mäuschen, aber die Motten sind das Allergrößte für mich. Die sind so zart und lecker. Ja, aber was hat denn deine Vorliebe für Motte mit dem abgebrannten Wrack hier zu tun? Viel. Also? Also, es war abends. Ja. Ich saß dort drüben, wo der Haupttor. Haupttor! Schneiden wir raus. Schneiden wir nicht raus. Also, wo der Haupttor war, hört sofort auf, oder ich komme rüber. Und ich bin auf einem Baum gesessen. Ja, aber da ist doch gar kein Baum. Weil der auch abgefackelt ist, du doofe Nuss. Ja, jetzt sei mal nicht so gereizt und weiter. Also, ich gucke so darauf. Plötzlich geht der Tor auf und einer von den Mönchen kommt raus, schaut sich um, ob ihn jemand sieht und lässt dann, ich sage mal, Luft ab. Du meinst, er hat einen abgeballert, Bumba gemacht, Darmfanfare. Aber sowas von voller Rohr. Ein Kanonenschlag ist ein goldiger Bulletje dagegen. Die ganze Kunde ist auf einmal aufgegangen, wie sein Ballon beim Aufblasen. Da kann er ja froh sein, dass er nicht abgehoben ist, gell? Und weiter? Und dann kam die Motte. Ich sage, ich bin sofort hinterher, bevor ich überhaupt einen Gedanken fassen konnte. Und schon war ich drinnen, mitten im Kloster. Ja, aber da dürfen doch eigentlich nur Mönche rein. Ja, aber ich hatte doch Hunger wie ein Schwein. Ja. Und die Motte? Die hat Gas gegeben, als sie mich entdeckt hatte. Das glaube ich. Und hast sie gekriegt? Wie man es nimmt. Erst einmal ist sie ins Refektorium geflogen. Aha, verstehe. Und da saßen dann die Jungs und haben gefuttert? Einer saß da, nur einer. Aha, und was hat der gegessen? Hähnchenschenkel. Du meinst Hähnchenschenkel? Hähnchenschenkel. Also ganz normale Hähnchenschenkel. Ich sage doch Hähnchenschenkel. Leider. Wieso leider? Weil er, als wir da reingeflogen sind, so erschrocken ist, dass er sich ganz übel verschluckt hat. Am Knochen? Am Knochen. Vom Hähnchenschenkel? Vom Hähnchenschenkel. Erst ist er blau angelaufen, dann lila und dann so eine Art hellschwarz. Ja, und dann? Sind wir wieder rausgeflogen. Und schon waren wir im Dormitorium, so heißen bei denen die Schlappräume. Ja, ist klar, heißen so, dort ja. Waren zwei Mönche drin. Mhm. Der eine hat gerade so sein Bett gemacht und der andere hat sich an einem Waschtrog rasiert. Und als der uns über sich entdeckt hat, ist er aus Versehen mit der Rasiermesser abgerutscht. Am Hals. Ich sage dir, ich habe schon viel gesehen, aber so eine wunderbare Fontäne. Ja, aber du liebe Zeit, hat ihn denn niemand retten können? Nicht im klassischen Sinne. Aha. Weil nämlich in dem Moment, wo ihm sein Kumpel helfen wollte, so blöd ausgerutscht ist, dass er den mit dem Messer genau ins Ohr gestochen hat. Und das war wirklich beeindruckend, weil der Ohr, also vielmehr der Messer war wirklich wunderbar bis zum Anschlag von der Aorta. Ja, ganz genau. Schon gut. Naja, und zum Schluss sind die Motte und ich dann in die Bibliothek reingeflogen. Die habe ich mal von außen durchs Fenster gesehen. Ein Haufen Bücher. 9733. Woher weißt du das so genau? Gleich. Jedenfalls saßen dort ein gutes Dutzend Mönche haben gelesen. Und natürlich überall Fackeln und die Kerzen, damit sie alles gut erkennen können. Ja, und was habt ihr dann bei denen angestellt? Wir? Nix. Weil plötzlich kam wieder der mit dem Messer im Ohr reingerannt. Der schon wieder? Ja, und er hat gerufen, ich habe ein Messer im Ohr, ich habe ein Messer im Ohr.
Sag mal, Moment, hat er das echt immer zweimal gerufen? Ob jetzt zweimal oder sechsmal ist doch vollkommen egal. Also, naja, sechsmal wäre schon ein bisschen depp, oder? Jutta, bitte. Okay, Entschuldigung, weiter. Naja, und dann hat er geschrien, die da ist dran schuld. Und dann hat der mit dem Ohr ein Buch geschnappt und nach mir geschleudert. Was denn für ein Buch? Den Titel konnte ich nicht genau lesen, also die Typografie war beschissen. Auf jeden Fall, der Buch ist an mir vorbeigeflogen und hat statt mir die Motte getroffen. Worauf die Motte benommen, eine von den Fackeln gestriffen hat und daraufhin angefangen hat zu brennen. Und dann ist in der Luft verbrannt. Das wäre im Nachhinein betrachtet vermutlich das Beste gewesen. Sie ist aber stattdessen ganz oben auf die Bücherwand geflogen. Und ist dann verbrannt. Mit Sicherheit bei den Flammen. Was denn für Flammen? Na, von den ganzen Büchern, die dann angefangen haben zu brennen. Was? Worauf dann einer von den Mönchen geschrien hat, Feuer, Feuer, unsere 9733 Bücher sind in Gefahr. Ich habe es jedenfalls gerade noch durch den Kamin nach oben geschafft, was witzigerweise der einzige Ort war, an dem es nicht gebrannt hat. Manomede, da hast du ja gerade mal Glück gehabt. Das kann man so sagen. Für einen Moment nickten beide stumm, um sich dann erneut der Klosterruine zu widmen. Eieiei, sieht echt übel aus. Das stimmt. Voll abgefackelt. Aber sowas von voll abgefackelt. Tja, was soll man da noch sagen, gell? Knapp de Kappe knippt den Kapteil knapp, Made Knecht van knapp de Kappe knippt den Knapp, fehl knappe, dann de Kappe de Knappe Kappe kann. Was heißt das jetzt? Das geht nicht an den Scheißdrecker. Okay. Okay. So. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben halt mit Dolber vor ein paar Jahren haben wir am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir in der Jahrhunderthalle in Frankfurt gespielt und dann haben wir das als so ein bisschen so als ein Christmas Special verpackt und haben damals eine Weihnachtsgeschichte geschrieben, die erzählt, wie das an dem 24. Dezember wirklich war. Und diese Geschichte hat so gut funktioniert oder sie hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir sie behalten haben und wir werden sie heute Abend, also ich weiß, es ist mitten jetzt bei dieser Jahreszeit ein bisschen schwierig, ja, dann die Weihnachtsgeschichte zu hören, aber das kriegt ihr hin. Und damit beschließen wir dann auch den Abend an jenem denkwürdigen Abend. Draußen war es plötzlich merkwürdig still geworden. Der kalte Nachmittag dieses 24. Dezembers war dem noch kälteren Abend gewichen und Josef war nervös. Unruhig lief er zum 100. Mal um die kleine Hütte. Es war ihr erstes Kind und dann auch noch gleich eine Hausgeburt. Nee, ich pack das nicht, das ist total, ich weiß nicht, nee, das geht gar nicht. Nee, ich frage mich ganz ehrlich, woher das ist. Murmelte er, während er sich zum wiederholten Male ein dünnes Stäbchen aus diesen leckeren Gräsern rollte, um es kurz darauf gierig zu rauchen. Maria schien sein Gemurmel durch die dünne Wand des Stalles gehört zu haben. Vielleicht hörst du jetzt mal auf, so dummes Zeug zu reden und kommst stattdessen mal wieder rein. Ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lange. Die Schmerzen nehmen jedenfalls zu. Josef, bitte! Missmutig betrat dieser den Stall und betrachtete die Szenerie. Mitten im Raum lag seine Frau jeden Moment bereit, ein Kind zur Welt zu bringen. Und um sie herum eine Handvoll Esel, Schafe und ein Hund, der allerdings vom Aussehen her auch eher ein Schaf war, was aufgrund des ständig engen Miteinanders genetisch durchaus zu erklären wäre. Also jetzt Maria, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin komplett überfordert. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich machen soll. Die Situation ist echt heavy. Er zitterte ängstlich. Genau in diesem Moment sprach eine Stimme zu ihm. Und Chef, kann ich helfen? Ich meine, ich will mich nicht aufdrängen, aber es gibt ja durchaus Situationen, da ist man froh, wenn einer hilft, gell? Josef schaute nach unten und sah jetzt auch den, dem diese Stimme gehörte. Vor ihm stand ein kleiner, stämmiger Mann in einer Art blauem Anzug aus offenbar strapazierfähigem Material. Gestatten, Manni Eule. Universeller Dienstleistungsbetrieb. Nichts, was wir nicht hinbekommen. Ja, aber wir erwarten ein Kind. Ja, das weiß ich doch. Da sind wir genau die Richtigen. Nichts, was wir nicht machen können. Man nennt uns auch Allrounder. Unser Motto, ob Gatte, Geburt oder Beule, frag einfach Manni Eule. Ja. Ja. Lass mal... Der ist neu, deswegen finde ich ihn selber noch lustiger. Lasse meine Jungs und mich einfach nur machen. Hat euch Gott geschickt?
fragte Josef, immer noch ungläubig den Kopf schüttelnd. Nee, der war's nett, auch wenn sich unser Chef schon mal gern so bezeichnet. Aber jetzt mal im Ernst, wenn man so eine Firma wie unsere erfolgreich aufbauen will, da braucht man natürlich das richtige Näschen. Und solange die Aufträge noch nicht von selber reinkommen, kommen wir halt von selber. Ist gut, gell? Keine Stunde später jedenfalls hielt eine glückliche Maria ihr Kind in den Armen, während eine Horde blau gekleideter Männer zufrieden ihr doch so vielseitig verwendbares Arbeitsmaterial verstauten, um schon kurz darauf wieder ruckzuck im Dunkeln der Nacht zu verschwinden, aus dem sie auch gekommen waren. Nur wenige Minuten später vernahm er erneut Schritte und natürlich dachte er, dass Manny Euler und seine Jungs vermutlich etwas vergessen hatten. Stattdessen aber standen plötzlich drei Männer in edlen Gewändern im Stall, die sich als die heiligen drei Könige namens Kaspar, Melchior und Balthasar vorstellten und haufenweise Geschenke dabei hatten. Woher wussten Sie das mit unserem Kind? Fragte Josef verwundert. Doch in dem Moment, als er sah, was sie da mitgebracht hatten, beschloss er nicht weiter nachzubohren. Gut, mit Gold oder kostbarem Schmuck konnten sie hier draußen nicht wirklich was anfangen. Wohl aber mit Myrrhe und Weihrauch. Kurz darauf saß ein sichtlich entspannter Josef hinter der kleinen Hütte, zufrieden an einem herrlich schmeckenden Myrrhestäbchen ziehend und den Kopf dabei tief im Topf mit dem Weihrauch steckend. Und so bekam er auch gar nicht mit, dass mittlerweile noch mehr Besuch im Stall erschienen war, denn plötzlich standen drei kleine, dicke Frauen mit auffällig naturblonden Haaren vor Maria, die entzückt die kleinen weißen Pudel betrachtete, die die drallen Gnomfrauen jeweils auf dem Arm trugen. Sind die alle für uns? Na, um Gottes Willen, das, was ihr kleiner Hülsenmerz für sie ist, das sind unsere Pudel für uns. Der Pudel ist im Prinzip der bessere Mensch. Genau, besser ein Rudelpudel als ein Pudelrüldepudel. Und wie heißt ihr? Wir sind die Schwestern vom heiligen Jakob. Ah, dann seid ihr quasi Jakobs Schwestern. Genau, wir sind die Jakobsschwestern. Moment mal, sag mal, wo ist denn jetzt mein Büdel hin? Der Jimmy. Der Jimmy. Wo ist der Büdel? Ich war doch noch da. Jimmy. 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 Ey, Jimmy, wo ist denn Jimmy? Komm sofort zurück. Da Pudel Jimmy trotz Rufen nicht wieder auftauchte, verabschiedeten sich die drei in Windeseile, um die Gegend nach dem offensichtlich entlaufenen Hund abzusuchen. Jetzt betraten zwei Männer den Stall, deren kantige Schädel sofort für Eindruck sorgten. Und wer seid ihr jetzt, die heiligen Zweikönige? Maria verlor langsam die Übersicht. Guten Tag, ich bin Wladimir und das ist großer Bruder Vitali. Komm, Vitali, zeig Maria, was wir mitgebracht haben. Sein Bruder tat, wie ihm geheißen, und zog etwas aus einem Stoffbeutel, das in seltsam glitzerndes rot-weißes Papier gewickelt war. Bitte schön, das ist ganz lecker und auch gesund. Und was ist das? Kindermilchschnitte. Doch bevor sie dem Jesuskind ihr Mitbringsel überhaupt anreichen konnten, schob sich ein kleiner, drahtiger Typ in Lederjacke mit Gitarre in der Hand und einer Warze im Gesicht zwischen sie. Ich freue mich, dass ich auch gratulieren darf. Der kleine Racker sieht wirklich prima aus. Ich werde ihm ein Rock'n'Roll-Ständchen bringen, so richtig Rambazamba. Schon schnallte er sich die Gitarre um, doch in diesem Moment hob Maria die Hand. Lieber Besucher, seien Sie mir bitte nicht böse, aber es war eine anstrengende Geburt und ich bräuchte jetzt wirklich etwas Ruhe. Deswegen wäre es lieb, wenn Sie jetzt einfach alle gehen. Alle Besucher nickten verständnisvoll. Kein Problem. Wir machen ruckzuck die Rutsche. Wenige Augenblicke danach hatten alle Besucher den kleinen Stall verlassen. Und während Maria ihr Kind nun erschöpft, aber glücklich an sich schmiegte, musste sich Josef eingestehen, dass die Kombination von Myrrhe und Weihrauch schon toll, die Kindermilchschnitte und der Pudel aber definitiv das Beste waren, was er in den letzten Jahren geraucht hatte. Kurze Zeit später schlief die kleine neue Familie glücklich und zufrieden, ohne zu ahnen, dass man diesen 24. Dezember auch noch Jahrtausende später in großen Teilen der Welt feiern würde. Wenn auch das Rauchen von Pudeln im Lauf der Zeit immer mehr abnahm und nur noch gelegentlich in den hinteren Regionen des Odenwaldes zelebriert wird. Dankeschön. So, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Rick Evanian. Henny Lachter. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ja.
Danke. Ciao.